Und damit ein Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier, haben witzigerweise letzte Folge von den Spartiaten den Söldner platt gemacht. Und trotzdem können wir hier frei rumrennen, weil sie uns anscheinend schon verziehen hat, haben. Finde ich nett. Sehr sozial von denen. So, irgendwo hier hinten ist ein Schmied. Ja, Hallöchen, Herr Schmied. Schmiede ist gut. Da kann ich nämlich ein bisschen was, ne? Komm, verkaufe ich jetzt schnell mal. Genau so wie den. Zeremoniesense. Zack. Ich verkaufe das mal schnell damit. Warte mal. Jäger. Kriegssperr. Wurfsperr. Nee, komm. Kriegssperr. So. Sollte alles soweit. Ne? Warte mal. Fertig? Dann auf Wiedersehen. Was? Stimmt. Warum sind die nicht ausgerüstet? Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ne? Genau, hier ist der richtige Ah, hier. Haben wir ja Armschienen von Theseus bekommen. Die legendären Armschienen. Griechischer Satz. Das können diese Drecks. Ne, legendäre Sachen würde ich auch behalten wollen, bin ich ganz ehrlich. Ne. 16. Zack. Und zack. So, den. Ne. Guten Tag. So, verkaufen. So. So, das sind immer so, ne? Sachen. Ja, hier, zack. Rums. Zack. Rums. Hier. Zack. Rums. Ich weiß, das wird teuer, aber das ist mir persönlich egal. Gerade. Ah, die prachtvollen. Okay, wir verkaufen wir nochmal was. Denn. Dann kann das Schwert auch weg. Komm. Wir bleiben einfach bei nur noch bei den Sachen, die wir auch wirklich nutzen. Ja, das Totentuch geht auch weg. So. Und dann verbessern wir hier noch. Ach, hier fehlen die Felle. Deswegen kann ich das nicht verbessern. Wie viele fehlen denn da? Einiges. Das ist doof. Das ist natürlich doof. Ne? So, Adrenalin bei kritischen Treffer, Adrenalin bei Treffern. Ja, komm, hier. Zack. Adrenalin bei Treffern. Was haben wir hier? Krieger und kritischer Schaden. Dann würde ich sagen. Schwertern und Dolchen. Wir kämpfen ja hauptsächlich mit Schwerter und Dolche. So. Komm, hier. 10% kritischer Schaden bei vollen in der Gesundheit. Zack. Hier nehmen wir. Ah, okay. Auf bald dann! Also rein theoretisch
damit man es auch mal sieht. Einfach weil man, damit man es auch mal sieht, ne? Der prachtvolle Helm, den man auch anschalten kann. Dann hier der Dings. Einfach damit ich euch mal kurz die nette Rüstung komplett mal zeigen kann. So würde die Rüstung komplett aussehen. So. Allerdings wisst ihr ja, ne? Okay, rüstungstechnisch behalte ich den. Aber der Helm sieht zwar geil aus, aber ich schalte ihn trotzdem aus. Und da der nur einen mehr hat, zerlege ich den gleich. So, hier ist der aber besser. Den behalte ich aber trotzdem. Ne? Das raus. Der ist auch nur ein besser, dann weg damit. Ne, das weg. Hier ist er zwar 5 besser, aber ich behalte mal den. Weil... Ja genau, Beinschienen sind. So. Das ist im Grunde das, was wir, ne, haben, brauchen. Sowas. Da ist ein Bild. Oh, eine große Schlacht. Okay. Ich weiß, ich spoilere mich gerade mit den Bildern, aber finde ich immer interessant, was so andere Leute an Bildern hin und wieder machen. Interessiert mich halt auch, ne? So, dann wollen wir mal zu dem netten Ding hier drüben. Ernsthaft? Da kann selbst ich rüberspringen und ich bin kein Spatiat. Ich weiß, es heißt Spartaner, aber... Wobei, ich glaube, das geht sogar beides. Spatiaten und Spartaner. Ja. Genau. Lasst mal euch da. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Möglichst ungesehen. Ist eine gute Idee. Zack. Ist auch schön, dass man. Nichts. Zack, 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 zack. Oh, ich liebe die Dolche. Zack, 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 zack. Ah. Schade. Na. Kommst du rum? Alter. Nee. Alter. Meine Fresse. Zack, 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 zack. Schön schnell. Schön schnell. Zack. Ah, wieder eine antike Tafel gefunden.
geklappt. Ich sehe, dass dahin. Da läuft einer. Warte mal. Hä? Da läuft einer, aber. Das kann ja wohl nicht. Keine Ahnung. Das ist merkwürdig. Okay, gehen wir nach da drüben. Dort hinten scheint ja auch noch was zu sein. Das war ordentlich. Fallender Tempel von Apollon. Der verfallene Tempel von Apollon haben wir nämlich schon durchgeguckt. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was wir hier hinten haben. Hm? Ah, eine Höhle schon wieder. Nee, eine Unterwasserhöhle. Ich würde sagen, Tauchgang. Tatsache, da unten war... War noch so ein blaues Ding. Witzig. Ah, natürlich Icarus. Ist hier natürlich nicht. So, nach oben. Ab nach oben. Plop. Schlachtfeldhöhle. Okay. Karus haben wir auf jeden Fall nicht hier. Und es gehen in zwei Richtungen. Schauen wir erstmal rechts rum. Yep. So. Zack. Ja, keine Ahnung. Irgendwo an der Wand bestimmt. Ja, da oben. Ist ja relativ. Das ist ja alles immer nur Erze. Ist ja nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wo denn hier der Schatz zu sein scheint. Und auch diese, also, ne, hier müsste ja rein theoretisch ein Schatz und eins von diesen Ostragon Rätseln sein. Und da ist sogar tatsächlich noch schon mal der Schatz. Wenn ich es richtig sehe. So. Müsste mal gucken, vielleicht hier oben wäre zumindest eine denkbare Sache. Da haben wir es. Sperrstunde! Yay! Okay. Hier haben wir einen neuen Bogen. Level 10er Bogen. Okay. Hier haben wir, draußen ist es zu gefährlich, deshalb sitze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld in den besessenen Wald von Tripodiscus nach Nordwesten. Triff mich am Altar der Opfergaben am Fuße des Weingottes persönlich. Am Fuße des Weingottes persönlich. Okay. Ruinen. Ah, wer weiß. Hier hinten irgendwo, schätze ich mal. Das tippe ich mal so.
grob tippe ich das mal. Da hinten gibt. Ist das zerstörbar? Hm. Scheint nicht. Oh, da hinten ist eine Zeitaufgabe noch. Da ist ja noch eine Zeitaufgabe. Müssen wir ja mal gucken, ne? Voilà. Und runter und wieder tauchen. Damit wir hier schön. Nicht vergessen, dass wir die Zeitaufgaben zeitlich begrenzt sind, ne? Und zum Weingott persönlich nach Nordwesten. Werde ich gleich mal gucken, ob ich da was finde. Zumindest ist hier vorne. Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Er erinnert mich an Sparta. Mitspielen? Ja, 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 ja. Na? Darf ich mitspielen? Zack! Zack, zack, zack! Na komm! Zack! Zack, 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 zack! Zack! Zack, 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 zack! Das ist Sparta, mein Freund! Das ist Sparta! Zack, zack! 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 Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. 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 Zack, 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 zack. Nein! Fick dich doch! Gott, fickt euch doch! Scheiß Drecksvieh. Meist beim Plündern erlegt der Beut. Raubtiere, ja. Das ist mir bewusst, mein liebes Spiel. Lieber Amateur, vergiss nicht dein Spiel. Ja. Per Schnellspeicher. Lieber einmal zu oft, ja. Aber ich habe die Höhle abgeholt. Das ist schon mal gut. Die Metropolis Megara. Ich bin sicher, dass ich den Anführer hier finden kann. Guten Tag. Zack! Zack! Zack, zack! 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 Vogelmensch! Dein Leben endet hier! Zack. 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 Ich hab geblockt. Worauf wartest du denn noch? Zack. Zack, 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 zack
Zack. Alter, Leute. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Und zack, 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 zack. Und zack. Und du könntest eine Herausforderung sein. Vielleicht. Komm schon. Zack. 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 Zack, 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 zack. 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 Na komm. Batz. Zack. 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 Zack, 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 zack. Nein! Meine Fresse! Das ist doch nicht euer fucking Ernst! Fickt euch, ihr Drecks! Ich meine mal, die sollte ich locker flockig platt kriegen. Ist doch zum Kotzen, sowas. Sowas ist richtig zum Kotzen. Richtig zum Übergeben kotzen. Wisst ihr was? Ich mach jetzt Folgendes. Zack, 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 zack. Den. Keiner da? Keiner da? Chere, was kann ich heute für dich tun? Ich bin schrecklich verliebt in eine Frau. Wäre ich zu Hause geblieben, würde sie mich auch lieben. Doch jetzt bin ich hier stationiert. Den hätte ich gar nicht angreifen müssen. Flüstert ein Poet ihr süße Worte ins Ohr. Dann schicke ihr doch auch einen Liebesbrief. Oh, meinst du, das bringt etwas? Ich wollte einfach nur den Poeten töten lassen. Ich soll mich um ihn kümmern. Würdest du? Regel das selbst. Überhaupt keine Hilfe. Zack, 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 zack. Wie gesagt. Batz! Und na komm. Zack. Oh. Zack, 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 zack. Oh. Du willst doch nicht übermütig werden, mein Freund. Zack. Sorry. Athena helfen. Da, so weit kommt's noch. Okay, aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Assassin's Creed Odyssey, ne? Tschüss, ciao, euer Levos Kisan.